Guten Tag und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Infovideo. Ich habe ja schon seit längerer Zeit kein Infovideo mehr gemacht, weil es nicht mehr nötig war. Und jetzt hat sich doch wieder einiges angesammelt und ich dachte mir, ich mache mal wieder eins, um euch so ein bisschen aufzuklären. Ja, und dann beginnen wir am besten mal gleich mit dem, worum es dieser Aufnahme am meisten gehen wird. Und zwar ist das Delic Game Genre, was es da alles so gibt. Wir haben ja jetzt aufgehört mit Edna bricht aus, oder es läuft natürlich noch eine ganze Weile, aber ich habe mit Let's Play von dem Spiel jetzt fertig durch diesen kleinen Bug, bei dem sich das Optionsmenü aufgehangen hat und ich musste das Spiel zu Ende zocken. Und da hatte ich ja nicht mehr fragen können, was wir als nächstes spielen wollen. Dass ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste, was ich danach spielen sollte. Natürlich wird es weiterhin den Delic geben, immer mehr, weil die Jungs produzieren ja auch ohne Ende. Wenn ich mir sehe, was jetzt in nächster Zeit rauskommt, das ist ja die Härte. Und ja, eigentlich wollte ich mit euch sofort danach, weil ich das mitgekriegt hatte, Silence spielen von The Delic. Das blende ich jetzt hier ein. Ja, wir wollten eigentlich Silence spielen. Das Problem an der Sache, was ich danach gesehen habe, Silence kommt erst im Dezember dieses Jahres raus. Das heißt auf jeden Fall, also wer das nicht weiß, Silence ist The Whispered World 2. The Whispered World war ja mein Lieblings-Let's Play mit bis jetzt. Darum wird Silence auf jeden Fall gezockt. Es kommt auch im Dezember 2014 raus. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Bis dahin müssen wir die Zeit aber noch überbrücken. Eigentlich war ja The Night of the Rabbit noch geplant, das Spiel habe ich jetzt aber noch nicht. Das wird sich dann noch eine Weile hinziehen, ist aber auch nicht so schlimm. Vielleicht geht es ja dann mit dem Preis noch ein bisschen runter, man muss immer so ein bisschen drauf achten als Lehrling. Das hat man nicht so viel Kohle. Und ja, deswegen habe ich jetzt zwei Spiele insgesamt, die wir zocken können. Und da möchte ich euch jetzt die Wahl überlassen. Bitte kommentiert es auch in den Kommentaren. Kommentiert in den Kommentaren, was ihr haben möchtet. Also wir hätten einmal als Auswahl A New Beginning. Das ist ein Spiel, bei dem es darum geht, dass die Menschheit sich vor einigen Jahrhunderten durch den Klimawandel selbst in den Untergang geweiht hat. Und im Jahre 2500 wird dieses Spiel spielen. Und es geht darum, dass die Erde anscheinend von einer riesigen Sonneneruption zerstört werden soll. Und ein Team von Wissenschaftlern wagt einen Zeitsprung, um das noch zu verhindern, dem Klimawandel entgegenzutreten. Das wäre A New Beginning. Und als zweite Option hätten wir das schwarze Auge Satinavs Ketten. Darum geht es um einen schwarzen Zauberer, der vor einigen Jahren, Jahrhunderten, weiß ich nicht mehr genau, verbrannt wurde. Und man dachte, man hat seine dunklen Flüche damit bekehrt und irgendwie kommt er dann zurück. Und man spielt einen Geralt, so will ich. Hieß der Geralt? Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, der hieß Geralt. Und mit diesem Geralt muss man dann, in dieser Hauptrolle muss man dann halt gegen diesen Fluch von diesem schwarzen Magier kämpfen. Das ist der Vorgänger von dem Memoria, was jetzt herauskam, damit ich dann eventuell das Memoria auch in der Zeit zocken kann, weil das hat mir auch sehr gefallen, soweit ich weiß, hat man da auch mit diesem Geralt gespielt. Also eine Fortsetzung, richtig. Ja, das war's zum Hause The Delic. Auch Alcatraz und Blackguards interessiert mich ziemlich. Allerdings, wenn ich mir die Preise angucke, dann muss ich wohl noch ein bisschen warten, damit, bis ich mir das holen kann alles. Und wir haben ja genug zu Let's Play momentan. Ja, was gibt es noch Neues? Oder was ist momentan so auf dem Kanal los? Wenn ihr in Assassin's Creed 4 oder in Magic Mine in den nächsten 10 Folgen oder so ein grünes Wasserzeichen unten in der, lass mich überlegen, rechten und unteren Ecke sehen solltet. Es tut mir leid. Ich habe versucht, mit Camtasia ein bisschen rumzuspielen, wollte eigentlich, es war mal ganz kurzzeitig geplant, dass ich in diese Let's Plays mein Wasserzeichen mit einfüge, hab mir dann aber gedacht, das ist vielleicht doch ein bisschen störend, wenn da unten die ganze Zeit so ein kleiner Kopf rumschwirrt, deswegen habe ich es dann doch gelassen, hab's aber anscheinend nicht richtig rückgängig gelöscht, war eine neue Option für mich, ich kannte mich ja nicht so aus, und dieses Wasserzeichen an sich ist geblieben, nur ich habe halt das Bild wieder rausgelöscht, deswegen ist ungefähr 10 Folgen lang bei Assassin's Creed und bei Magic Mine dieses grüne Wasserzeichen unten und ich hatte auch die Datei nicht mehr, als ich das mitbekommen habe, da habe ich nicht drauf geachtet, weil es war halt sehr unauffällig und ja, ich hoffe, das stört nicht weiterhin, also ich habe es mir angeschaut, so schlimm ist es eigentlich nicht, ist halt nicht wirklich auffällig, ist halt grün und gelb, ne? Ja. Ich habe ja einige Zuschauer, die sich wirklich nur nach den Playlists richten, falls einige Zuschauer in letzter Zeit mit den Playlists ein wenig verwundert waren. Ja, ich bin in den letzten 2 Wochen nicht dazu gekommen, die Playlists zu aktualisieren. Das ist irgendwie untergegangen. Ich weiß nicht wieso. Na gut, ich weiß schon wieso, weil es einfach viel los war.
Aber ich habe das jetzt gestern alles geregelt. Die Bilder sind alle wieder auf neuesten Stand. Und ich hoffe, es geht jetzt auch wieder auf neuesten Stand weiter. Super leid für diese kleine Unterbrechung in den Playlists. Ja, und als allerletztes ist eigentlich gar nicht so viel heute. Ich habe ja das neue Projekt Skyrim gestartet als Freizeitprojekt. Wenn ich mal gerade Lust und Zeit habe, dann tue ich immer eine Folge aufnehmen. Sind mittlerweile jetzt 2 Folgen draußen. Die dritte wird in Kürze folgen. Und da wollte ich euch fragen, wie kommt das Let's Play bei euch an? Und was mir noch viel wichtiger ist, wie kommt der Vorspann, den ich eingebaut habe im Skyrim Let's Play bei euch an? Findet ihr den jetzt noch verbesserungswürdig? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Woran, was kann man noch bessern? Und wenn nein, dann soll ich es irgendwo einbauen vielleicht? Das ist ja eher so für die Let's Plays gedacht, die ein bisschen länger dauern, dass man da, dass die Leute einfach wissen, dass ihr einfach wisst, ja, was ist beim letzten Mal überhaupt passiert, und deswegen habe ich da ein bisschen rumprobiert und so. Das ist meistens halte ich so bis 2-3 Minuten lang, damit es nicht zu lang wird. Bei einer 1-Stunden-Folge kann man ruhig 2-3 Minuten Rückblick machen. Und ja. Irgendwelche Verbesserungen, allgemein was alles angeht, Let's Plays und so, sind ja wie immer gerne gesehen. Ab in die Kommentare damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.